Mit dem 17. Saisonspiel gegen die Niners aus Chemnitz enden die Derbywochen für die Oettinger Rockets. In den letzten 4 Spielen hieß der Gegner 2-mal Jena und 1-mal eben Chemnitz. Bisher konnten alle 3 Derbys gewonnen werden. Ja, und das heute? Das auch. Der Tabellen-13. Aus Sachsen konnte einfach nicht mithalten. Dem Gästecoach Kai Buchmann fehlte mit dem verletzten Andrew Kelvin der beste Rebounder der Liga, doch das allein zähle als Entschuldigung nicht. Das Spiel begann zerfahren, den 1742 Fans war das aber egal, sie zogen trotzdem mit, genau wie Brad Lösing hier mit dem Fadeaway. Aber auch die Sachsen können werfen, Stacey Wilson für 3, er mit 15 Punkten der beste Werfer seiner Mannschaft. Doch warum eigentlich zerfahren? Hier ein Beispiel, wegen der vielen Fouls. Schon nach 3 Minuten 30 hatte Chemnitz 5 Team-Fouls erreicht. In der Foul-Statistik gewannen die Niner übrigens deutlich mit 28:19. Daraus konnten die Rockets vor allem in der ersten Halbzeit nicht Kapital schlagen. Nur 15 von 24 Freiwürfen fanden vor der Pause den Weg durch den Ring. Nach dem ersten Viertel war Gotha mit 6 Punkten vorn. 25:19. Sehr gutes Ergebnis, obwohl der Spielfluss fehlte. Zufriedenstellend. Doch mit dem zweiten Viertel konnte Rockets Coach Ensminger bestimmt nicht zufrieden sein, denn Chemnitz erarbeitete sich sogar kurzzeitig die Führung. Die erste Viertel war okay. Wir hatten 25 Punkte und Chemnitz hat schwierige Würfe gemacht gegen uns. Aber das zweite Viertel war nicht so gut für uns. Wir hatten nur 11 Punkte gemacht. Und zu viel Ballverlust, ja, 5. Und ja, Chemnitz hat nothing to lose für dieses Spiel. Und ohne Calvin, der Top-Rebounder in der Liga, auf der Position, Power-Forward. Und wir hatten diese Advantage in der Post gemacht. 41 Freiwürfe. Und wir hatten, ja, wir sagten, ja, wir müssen Attack. Attack die Korb und ja, einfach Korblege und dann das zweite Halbzeit war besser. Auf jeden Fall. Hier erstmal Albert Kuppe mit 3 seiner 10 Punkte. Und wenn man die blanken Zahlen sprechen lässt, wird die Verbesserung nach der Pause deutlich. 49:32 gewannen die Oettinger Rockets die zweite Hälfte und trafen dabei 16 von 17 Freiwürfen. Carlton Guyton mit 18 Punkten mal wieder Topscorer, er auf Evan Harris, auch der Center aus Los Angeles mit ordentlichen 14 Punkten. Er dreht sich zu seiner schwächeren Hand raus und überrascht damit wohl auch Gegenspieler Alexander Osborne, denn echte Gegenwehr sieht anders aus. Auch in der nächsten Szene ist Harris beteiligt. Sehr guter Block hier, zieht 2 Chemnitzer auf sich und Sebastian Fülle, selten so frei, schickt das Ding ganz sicher durch den Ring. Die Oettinger Rockets gewannen letztlich sehr verdient mit 85:65 gegen beherzt spielende, aber chancenfreie Niners aus Chemnitz. Damit haben die Gotha 9 der vergangenen 10 Spiele gewonnen. Evan, du wurdest besonders im ersten Viertel ziemlich oft gefoult. Ist das eben Basketball oder war es ein bisschen zu viel für deinen Geschmack? So ist das halt im Basketball. Wenn beide Teams aggressiv sind, gibt es eben viele Fouls. Doch ich denke, wir haben offensiv einen sehr guten Job gemacht. Aber von den Freiwürfen muss ich ganz klar mehr machen. Ja, einige der Freiwürfe wollten einfach nicht rein. Ist das nur eine Sache der Konzentration? Ja klar, aber manchmal ist das eben so. Ich gehe an die Linie und entweder sie gehen rein oder nicht. Vielleicht muss ich auch mehr üben, um besser zu werden. Aber ich bin glücklich, dass es doch zum Sieg gereicht hat. In den vergangenen 4 Spielen wurde der Gegner immer unter 70 Punkte gehalten. Ist das das Ziel der Mannschaft? Ja, das ist auf jeden Fall unser Ziel. Defensiv wollen wir die Gegner immer bei wenig Punkten halten. Macht natürlich Sinn, ja. Ja klar. Dann kann es auch mal an einem Tag in der Offensive schlecht läuft, halt auch ein Spiel gewonnen werden. Ja, mit dieser Defense liegt ihr jetzt auf Platz 3, punktgleich sogar mit dem zweiten aus Gießen. Hast du das persönlich vor der Saison gedacht? Gut, vor der Saison war es halt schwer einzuschätzen, wo wir enden. Es war schon unser Ziel, natürlich in die Playoffs zu kommen. Im Idealfall unter die ersten 4 und dann halt in den Playoffs das Heimrecht zu haben. Ist jetzt keine Riesenüberraschung, aber im Moment läuft es halt einfach gut und so kann es weitergehen. Das sah sehr einfach aus in der zweiten Halbzeit, die 49 Punkte, wie die erreicht wurden. Ist es tatsächlich so einfach? Es war nicht so einfach. Wir hatten einen guten Job auf den Rebounds gemacht und wir hatten mehr Tempo. Ja, Fast Break, Energie, Push the Ball und Attack. Ja, in der zweiten Viertel ja, mit nur 11 Punkten wir auf dem ja, Rücken oder Heels. Ja. Ja. Und was ist das, Fersen? Die Heels? Ja, Ferse, exakt. Ferse. Auf dem Ferse. Oh, okay. Ja. Und in dieser Saison, wir haben
immer ein Viertel war zu viel Ballverlust oder Offensive nicht, ja, Execution. Und wir mussten, ja, Arbeit, ja, die ganze Spiel für 40 Minuten. Aber ich freue mich um dieses Spiel. Wir hatten einen guten Job gemacht und ja, wir sehen für nächste Wochenende gegen Gießen.